Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer neuen Sendung von Von Leiten Skyline. Eine Sendung, die sehr bunt und vielfältig sein wird und sich großteils hier am Hauptplatz abspielen wird. Zunächst kommen wir jedoch zur Gemeindepolitik und zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates. Zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates kam es nun am 30. September im Volkshaus. Nach der Angelobung der einzelnen Gemeinderatsmitglieder wurden Johannes Wagner zum Bürgermeister sowie Hannes Pirstinger zum ersten und Martin Wohnerschütz zum zweiten Vizebürgermeister gewählt. Die Angelobung erfolgte gleich im Anschluss durch Bezirkshauptmann Andreas Weidlaner. In den weiteren Stadtrat wurden in der Folge Monika Affenberger als Finanzreferentin und Franz Tieber gewählt. Erstmals in der Geschichte von Leitens sind nur zwei Parteien im Gemeinderat vertreten und erstmals stellt die ÖVP mit 17 Mandaten die Mehrheit. Um weiters keine Zeit zu verlieren, wurden die Ausschüsse bestimmt und anschließend gleich besetzt. Die Arbeit ist zwar nicht stehen geblieben, kann aber nun mit allen Entscheidungsträgern in vollem Umfang fortgeführt werden. Großartig, dass wir jetzt endlich einen Gemeinderat haben, der voll konstituiert ist. Alle Ausschüsse können die Arbeit loslegen. Wir werden ja gleich in der kommenden Woche einen Gemeinderat wieder haben, weil einfach die Themen anstehen und es sind alle voll Tatendrang. Es freut mich, dass die Ausschussobleute alle schon gesagt haben, ja, jetzt geht's los, ihre Themen werden kommen und wir werden, glaube ich, eine gute Arbeit für unser lebenswertes von Leiten haben. Sie haben Themen schon angesprochen. Was werden die ersten Schwerpunkte sein, die in den nächsten Wochen, Monaten für Von Leiten anstehen? Natürlich die große Herausforderung der Covid-Krise, natürlich finanzieller Natur. Hier gibt es natürlich sehr viele Einbußen in den Einnahmen, viele Ausgaben, die dazugekommen sind. Aber natürlich, was uns jetzt begleiten wird in den nächsten Monaten und auch Jahren, das ist natürlich der Hochwasserschutz in Von Leiten, die gesamte Thematik rund um, wie wird das ausschauen. Ich glaube, das kann aber auch eine Chance für uns sein und auch für die Gestaltung von Von Leiten. Quasi immer, was ich sage, es soll die Lebensqualität gesteigert werden und da sollen wir einen Vorteil haben. Aber es gibt viele andere Themen. Der Hauptplatz, unser Herz der Stadt, das gehört einfach weiterhin belebt. Wir haben hier schon auch im Sommer hier weitergearbeitet und hier gibt es Beschlüsse, dass der Samstagmarkt ausgebaut wird, dass die Unternehmer unterstützt werden mit einer Online-Plattform beziehungsweise direkt auch mit Beratungen von Seiten unserer City-Management, unserer Beratung dazu, dass wir hier was machen können. Auch im Bereich der gesamten GmbHs, unserer Tochtergesellschaften, wollen wir einiges weiterbringen. Und vor allem eines ist das Ziel, dass Von Leiten nur mehr positiv vorkommt in den Medien, überregional, regional. Und dass jeder Von Leitner, jede Von Leitnerin stolz sein kann zu sagen, das ist mein Heimatort, da komme ich her. Jetzt können wir natürlich aber auch immer wieder in Zusammenarbeit mit der SPÖ und da bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass es auch sehr gut gelingen wird, gemeinsam mit der SPÖ hier für Von Leiten sehr viel weiterzubringen und unsere Ideen als ÖVP auch umzusetzen. Die Grünen haben es jetzt da trotz dieses Einspruchs nicht geschafft, in den Gemeinderat zu kommen. Aber Sie als Landwirt sind ja einer, der diesen Umweltgedanken vielleicht der Grünen ein bisschen mittragen wird. Ich muss ehrlich zugeben, die Vielfalt, wenn jetzt eine dritte Partei in Von Leiten noch im Gemeinderat wären, sprich die Grünen, das hätte mir natürlich sehr, sehr gut gefallen, weil ich natürlich mit Herzblut den Naturgedanken und vor allem Klimaschutz, Umweltschutzgedanken lebe und ja, sollte nicht sein, hätte aber schon sehr gut gepasst. Ja, wir werden natürlich darauf achten, dass die Themenbereiche, die uns besonders am Herzen liegen, das ist halt nun einmal die Sozialpolitik, das ist so, uns geht es um den Bürger, um die Bürgerin, um den kleinen Mann, um den kleinen Verdiener. Und wir werden natürlich schauen, dass der hier nicht auf der Strecke bleibt. Und wir wollen ja eines nicht vergessen, so liebens- und lebenswert, wie sich Von Leiten heute präsentiert, ist es ja nicht in den letzten 5 Jahren geworden, sondern hier ist eine jahrzehntelange sozialdemokratische Handschrift sichtbar. Und wir werden darauf achten, dass diese Handschrift auch weiterhin sichtbar bleibt. Ein neues Radverkehrskonzept soll Von Leiten noch attraktiver machen für alle Radler und auch für die Gäste unserer Stadtgemeinde. Und das auch für alle Generationen.
Das Thema Mobilität ist unmittelbar mit neuen Herausforderungen verknüpft, aber auch mit entsprechenden Chancen und Perspektiven verbunden, die Bürgermeister Johannes Wagner im Rahmen eines Radverkehrskonzepts für Fronleiten umsetzen möchte. Wir wollen den Radverkehr fördern, den Alltagsradverkehr, nämlich das zu machen, dass es attraktiv ist, die Wege, die kurzen Wege bis 5 Kilometer, dass man diese nutzt mit dem Fahrrad. Ja, weil wir wissen, der Verkehr wird immer mehr, es wird nicht einfacher, die Gegebenheiten sind oft, wie sie sind. Aber mit diesem Radverkehrskonzept haben wir die Möglichkeit, dass wir gefördert vom Land hier auch Maßnahmen umsetzen können, die, ja, glaube ich, sehr gut sich einfügen in das Ganze. Und eines ist dann, es tut der Umwelt gut und natürlich steigert es die Lebensqualität hier in Fronleiten. Umwelt und Lebensqualität sind gleichzeitig Hauptaufgaben der Klima- und Energiemodellregion GU Nord, wie KM-Manager Roman Mühl erklärt. Mobilität ist der Schwerpunkt, Radverkehr ist einer der Schwerpunkte, nicht nur heute, sondern auch morgen. Das heißt, Radverkehr ist sicher der Verkehr der Zukunft, sprich sanfter Verkehr. Dazu haben wir uns als Klima- und Energiemodellregion dazu entschieden, zu sagen, das möchten wir unterstützen in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Fronleiten, mit Herrn Bürgermeister Johannes Wagner, Klimabündnis Steiermark, unter anderem auch dabei die Radlobby Argo Steiermark, das Bike and Repair Café, durchgeschaltet von Nachhaltig in Fronleiten vom Verein, was mich sehr freut, dass man da wirklich auch Initiative quasi von den Bürgern mitbekommen. Die Bürger von Fronleiten haben in den nächsten Wochen die Möglichkeit, sich hier einzubringen. Ein erster Schritt wird das Ausfüllen eines Fragebogens sein, der in den kommenden 14 Tagen an die Haushalte verschickt wird. Bei einer ersten Besichtigung mit der Arbeitsgruppe der Stadtgemeinde und den Verantwortlichen von Verkehr Plus haben sich schon Schwerpunkte herauskristallisiert. Naja, ein Punkt, der mir auch ganz besonders am Herzen liegt, ist natürlich nach der Südeinfahrt von Fronleiten, dass auch die Nordeinfahrt von Fronleiten attraktiver wird. Ja, hier gibt es dann die Überlegungen der Verkehrsführung, wie kann das sein? Da sind auch keine Denkgrenzen gesetzt. Ja, man muss auch hier Alternativen denken können. Aber natürlich auch, wie bindet man unseren Hauptplatz an? Wie bindet man die Wohngebiete von Fronleiten mit dem Bahnhof an, damit es attraktiv wird für junge Familien, dass man sich vielleicht ein Auto erspart, dass man nicht nach Graz mit dem Auto fährt, sondern sagt, es ist so attraktiv hier zu wohnen, dass ich mit dem zu Fuß oder mit dem Rad zum Bahnhof komme und hier weiterfahre. Aber natürlich das Herz unserer Stadt, der Hauptplatz, dass man hier ein Willkommenszeichen für die Fahrradfahrer setzt, nicht nur die Touristen, sondern auch für die Fronleitnerinnen und Fronleitner, die einkaufen gehen oder einfach nur einen Kaffee trinken fahren am Hauptplatz. Beim Bike Repair Café hatten die Gäste die Möglichkeit, ihre Fahrräder, aber auch ihre Haushaltsgeräte reparieren zu lassen. Die Kinder konnten sich kreativ betätigen. Groß und klein hatten die Aufgabe, einen Parcours zu bewältigen oder hatten die Möglichkeit, ungewöhnliche Fortbewegungsmittel zu testen. Die Zeit der Mobilitätswende ist angebrochen. Fronleiten wird seinen Teil dazu beitragen. Eine absolut bunte Palette von Kultur, Unterhaltung bis Sport gibt es in unseren folgenden Kurzbeiträgen. Mit einem Tag der offenen Tür hat Gernot Eibel die Eröffnung seines Holzmarktes gefeiert. Er hat diesen von Alexander Dohr zwar schon Anfang des Jahres übernommen, aber die Feierlichkeiten konnten Corona-bedingt erst jetzt durchgeführt werden. Mit dem Standort Fronleiten ist Eibel auf alle Fälle glücklich. Fronleiten war es einfach ein super Standort, weil da geht es im Norden bis zentral gelegen und im Süden auch unten in Gradwenstadt. Eigentlich habe ich auch einen Standort und das, die Wegstrecken einfach Richtung Bruck gleich oben zustellen. Und auf Graz habe ich es ziemlich in Mitten gelegen und der Standort einfach, weil es schön windig ist und luftig ist, ziehst du da schön durch, kannst Holz schön trocknen. Die Angebotspalette in Sachen Brennholz ist bei Gernot Eibel breit gefächert. Ja, bei mir gibt es Brennholz in verschiedenen Varianten, Buche, Eiche, Fichte, Esche, in Scheitholz entweder Meter lang oder 33 gespalten oder 25, wie es der Kunde haben will. Und Hackschnitzel bieten wir halt auch an. Und Anzündholz und alles, was im Bereich Holzbrennstoff zu tun hat, gibt es bei mir daheim. Am Tag der offenen Tür wurde mit Freunden, Geschäftspartnern und Gästen ordentlich gefeiert. Eine Wiedereröffnung feiern Mario Tuller und seine Tochter Anna mit dem Genussplatzl am Hauptplatz. Die Nachfrage der Kunden war ein wesentlicher Beweggrund, diesen Schritt zu tun. Ja, wir haben dann das ganze Sortiment vom Genussplatzl probiert, ins Marktplatzl, das sehr klein ist, hinüber zu schaffen und dort anzupreisen.
Und es ist aber sehr kompliziert. Wir haben müssen mit Lattern aufsteigen, die Produkte runterzuholen. Und die Kundschaften wollen das Genussplatzl wieder. Also sie sind, fragen jeden Tag, wann sperrt es wieder auf, habt ihr das wieder? Und das macht uns eigentlich stolz und darum werden wir das Genussplatzl wieder öffnen. Das Sparmarktplatzl ist bekannt und beliebt für seine regionalen Produkte. Ein Angebot, das auch im Genussplatzl konsequent weitergeführt wird und sogar ausgebaut wurde. Eröffnet wird am 2. Oktober. Zahlreiche Schmankerl warten schon. Im Genussplatzl gibt es natürlich das Altbewährte, die ganzen Almenlandprodukte, die Kräuter, die man auf Hechtelnudeln, dann den Arzberger Stollenkäse, den wir eh schon gehabt haben, die ganzen Wollschweinprodukte. Aber wir haben auch ein bisschen so uns umgeschaut, was es halt noch so für steirische regionale Spezialitäten gibt. Und da haben wir jetzt ein paar Neige eingelistet, zum Beispiel den Steirer Reis und auch die anderen Steirer Reisprodukte, so wie Nudeln. Dann haben wir so Lavabräu, Whisky und Rum. Wir haben sowieso uns jetzt sehr auf Whisky und Rum spezialisiert. Also wir haben über 20 Sorten Whisky, wir haben Gin, wir haben Wodka, wir haben Wermut. Bei diesem herrlichen Spirituosenangebot werden wohl auch die Männer vermehrt zum Einkaufskorb greifen. Zu einer Premiere kam es anlässlich der Einjahresfeier von Wirtin Bettina Langmeier im Schweizerhof, zu der nicht nur Hausherr Karl Pösinger, Bürgermeister Johannes Wagner, Kulturreferentin Angela Frauwallner und Tourismusobmann Wolfgang Kasitsch gratulieren konnten. Die Wirtin war überglücklich, dass der Zuspruch der Gäste für dieses Fest so groß war. Ich freue mich irrsinnig, dass so viele Gäste da sind und die alle so Wetterresidenz sind, weil meine größte Sorge war schon das Wetter. Aber sie sind alle da, von Mixnetz, von Leitner, von Bruck. Also alles ist vorhanden und alle sind da und alle feiern und alle sind gut aufgelegt und ich freue mich. Der steirische Radiosender Radio Grün-Weiß lieferte eine einstündige Live-Sendung, schwungvoll moderiert von Peter Rieser, den Hörern ins Haus. Die Stimmung vor Ort war prächtig, das Angebot an Speisen und Getränken vielfältig. Auch künstlerisches Handwerk ist nicht zu kurz gekommen. Kurzum, ein gelungener Frühschoppen für den Schweizerhof, für Radio Grün-Weiß und von Leiten, das sich in diesem Zusammenhang perfekt in die Auslage stellen konnte. Eine außergewöhnliche Kunstaktion veranstaltete die Kunstlehrerin Uli Golesch mit der 4C-Klasse der Mittelschule von Leiten. Auf einem 17 Meter langen Karton wurden 2 Stunden lang bunte Bilder gemalt, die die Themen Fürsorge, Armut, Obdachlosigkeit, Recht auf Asyl, Kinderrechte, Frieden und Freiheit zum Ausdruck brachten. Mensch, wir sind alle gleich und wir sind alle gleich viel wert. Menschenrechte sind wichtig, wir sollen alle gleich behandelt werden. Es war zwar eine stille, aber eine kraftvolle Demonstration für Gleichheit und Gerechtigkeit und das für alle Menschen. Bilder haben dabei die Macht, international verstanden zu werden. Man muss sich nur die Zeit nehmen, um innezuhalten und zu beobachten. Vielleicht sind das Eigenschaften, derer wir uns alle wieder mehr entsinnen sollten in unserer schnelllebigen Zeit. Der Name Quarantäne-Swing sagt eigentlich alles zu dieser Veranstaltung, die von der Gruppe Sauzechen inszeniert wurde. Es kann ja nicht sein, dass wir auf die Performance der Gruppe auch in Zeiten wie diesen verzichten müssen. Es ist aus einer Notsituation entstanden, weil wir beim Airplaner unsere also alljährliche Veranstaltung nicht machen können. Das haben wir gesagt, machen wir irgendwo, spielen wir runter. Wenn es einem gefällt, kann ein Stein bleiben, vorbeigehen und zuhören oder kann sich in die Gastronomie setzen. Und da tun wir nicht weh dabei. Swing auf den Hauptplatz
Platz und Schwung in die Szene zu bringen, sind die vorrangigen Ziele der Musiker. Der Swing von Sauzing, es geht ums Schnippen, es geht ums Mitsteppen. Und das wollten wir eigentlich heute. Es ist aber nicht weiter ansteckend. Wir brauchen keine Covid-19-Tests machen im Anschluss. Und eigentlich sollte alles super funktionieren. Hoffen wir. Bei mir bist du schön, please let me explain. Bei mir bist du schön, Instagram. So war es dann auch eine äußerst gelungene Veranstaltung mitten im Zentrum von Leitens, die den Platz angenehm gefüllt hat, die Besucher in den angrenzenden Cafés zum Schwelgen brachte und alle Gäste für ein paar Stunden die stressende Corona-Zeit vergessen ließ. Seit kurzem hat der Golfclub Murhof sein spezielles Fenster zu Rabenstein. Auf dem Abschlag zu Loch 11 ist der Blick auf Burg Rabenstein ein besonderes Erlebnis. Ich glaube, es tut uns beiden gut. Es tut dem Murhof gut, es tut Rabenstein gut. Man hört immer von diesen Orten, von diesen Locations, aber sehr oft sind sie vielleicht nicht ganz gut ins Bild gesetzt. Und wir haben viele tausend Greenfield-Gäste jedes Jahr. Und ich glaube, durch dieses Fenster jetzt zur Burg ermöglichen wir, dass diese Gäste auch darauf aufmerksam werden, wo ist Burg Rabenstein genau. Für die, die es noch nicht kennen, für die, die es schon kennen, ist es die Erinnerung. Dort oben könnte man Veranstaltungen machen. Die Keusche gibt es. Es gibt sensationelle räumliche Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Wir können uns, wenn wir das Covid-Thema ad acta gelegt haben, beiderseits massiv unterstützen und mit Veranstaltungen besonderer Art. Wir brauchen Nächtigungsmöglichkeiten. Es gibt für spezielle Turniere eine Location, die, wie gesagt, wo Sie hier den Ausblick haben, wo wir bereitstehen, ja, für das ganz Besondere zu erleben. Wer diesen Blick dann genossen hat, kann auch gleich mit Hilfe einer Informationstafel in die Geschichte der Burg eintauchen. Der Golfplatz Murhof und die Burg Rabenstein. Zwei traditionelle Aushängeschilder im marketingtechnischen Paarlauf in den Bereichen Geschichte und Sport. Ende September war von Leiden Drehort für die beliebte Fernsehserie des ORF Soko Donau. Für uns die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen zu schauen. Ein außergewöhnliches Schauspiel erlebte von Leiden Ende September. Das Team von Soko Donau drehte für 3 Tage in Fronleiten an verschiedenen Schauplätzen. Spektakulär war der gesamte Filmaufbau und die Szenerie, die am Hauptplatz dafür geschaffen wurde. Es heißt zwar Soko Donau, aber auch Fronleiten an der Mur und die Steiermark haben ihre Reize. Das Wasser ist überall flüssig, sage ich jetzt einmal. Wir müssen auch ein bisschen weg von der Donau, weil sonst wird es langweilig. Und deswegen findet man immer wieder Gründe, auch in den Bundesländern, unter anderem eben auch in der Steiermark, zu ermitteln. Überaus zufrieden zeigte sich der Aufnahmeleiter mit den gesamten Bedingungen im Zentrum unserer Stadtgemeinde. Wetter ist jetzt wunderschön. Wir drehen jetzt hier auch am Hauptplatz, um zu zeigen, wie schön dieses Fronleiten ist. Wir bewerben das ja bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen als Ausflugsregion. Unsere Geschichte spielt ja da auch so in diese Richtung. Kommt dann natürlich zu einem dramatischen Ende, weswegen dann unsere Kommissare auch hier ermitteln müssen. Von Leitens Gemeindespitze mit Bürgermeister Johannes Wagner und Vize Hannes Pirstinger machten ebenfalls ihre Aufwartung und starteten dem Dreh einen Besuch ab. Dass die beliebte ORF-Fernsehserie überhaupt nach von Leiten kam, bedurfte langer Vorarbeit. Wir haben in der Vergangenheit viele Kontakte geknüpft, immer wieder, schon seit einigen Jahren. Das ist einfach, man sagt, dazu Klinken putzen, dass der Kontakt da ist. Und das ist nun bewahrheitet, dass die Soko Donau von Leiten gedreht wird. Aus Sicht des Tourismus ist es eine fantastische Werbung für unseren Ort. Ich glaube, es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir von Leiten in ein richtiges Licht wieder rücken, das von Leiten ausgewählt wurde. Es werden Szenen sein wie die typische Silhouette von Leiten, der Hauptplatz, der Radlersgraben, Gschwendt, also wirklich eine Vielfalt von Leiten. Und das ist schon ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man dann sieht, dass die Arbeit, die man setzt, die eigentlich im Stillen und Verborgenen passiert, von Erfolg gekrönt ist. Der steigt wieder ein, dann nimmt er ihn mit. Bevor uns unser letzter Beitrag noch einmal zur französischen Woche hier auf den Hauptplatz führt, machen wir einen Blick hinter die Kamera. Hermann Eisenberger hat genau
am 1. Oktober sein Maroni-Standl aufgestellt. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Herbst Einzug hält. Ja, wie gesagt, wir haben uns die Gelegenheit nicht nehmen lassen, hier den Hermann gleich einmal zu besuchen mit seinem Maroni-Standl. Hermann, vielleicht einmal ganz kurz, wie schaut es heuer aus mit den Öffnungszeiten? Zuerst möchte ich mal alle liebe von Leitnerinnen und liebe von Leitner begrüßen. Und mir freut es wieder bei euch zu sein, von Leitner zum 49. Jahr. Mache ich das jetzt schon und die Öffnungszeiten möchte ich bekannt geben. Die sind jetzt von Donnerstag 14 Uhr bis 18 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Und ich würde mich auf euch freuen. Wie schaut es mit dem Preis aus? Was kostet das Viertel? Das dritte Jahr noch immer 3 Euro das Viertel. Okay, dann wir freuen uns. Ja. Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Danke. Wir freuen uns. Wir haben uns heute schon so gefreut aufs Absperren. Das ist der erste Tag heute. Bevor es mit Hermanns Maroni in die Herbstsaison geht, noch einmal zurück auf den von Leitner Hauptplatz, wie schon angekündigt, und zur französischen Woche, die hier für Begeisterung im Zentrum von Leiten gesorgt hat. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich, sage danke, dass Sie dieses Mal wieder dabei gewesen sind und französisch à la prochaine fois. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Marseillaise, gespielt vom Musikverein von Leiten als Auftakt zur französischen Woche Anfang September am Hauptplatz. Wolfgang Kasic mit dem Tourismusverband hat diese Veranstaltung recht kurzfristig organisiert und so Leben in die City gebracht. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir auch in Zeiten wie diesen Akzente setzen, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir wollen etwas engagieren, wir wollen etwas tun, wir wollen etwas machen. Und unter Einhaltung aller Regeln, die notwendig sind, gelingt es uns, glaube ich, und das wollen wir weiter fortführen. Bürgermeister Johannes Wagner sieht einen mehrfachen Effekt im Rahmen dieser Veranstaltung. Ich glaube, dieser französische Markt hat ja mehrere Aspekte. Das eine ist ja, dass etwas los ist am Hauptplatz. Das andere ist aber auch die Völkerverständigung, die wir haben. Es war ja für die viele ganz einfach, dass sie nicht in Urlaub fahren haben können oder dass sie Verwandte nicht besuchen haben können, die im Ausland sind. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Zeichen zu sehen. Die Grenzen sind zwar nicht noch hundertprozentig offen, aber wir haben eines, wir haben das Grenzübergreifende, wo wir zusammenleben, Völkerverständigung ist, mit einem guten Glas Wein, mit etwas zum Essen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir jetzt da als Zeichen setzen können, dass diese Corona-Zeit auch vorbeigehen kann. Rosen für von Leiten streut der französische Honorarkonsul Yves-Michel Müller. Ja, in der Tat, ich meine, das ist sensationell. Die österreich-französische Gemeinschaft ist natürlich sehr, sehr untriebig in der Steiermark, aber dass so ein großes Projekt hier in Fronleiten zustande kommt, ist wirklich sensationell. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da herkommt und sieht, das wird angenommen und Sie sind ja ein frankophiler Mensch sozusagen und da muss ja die Freude besonders groß sein. Also ich kenne Fronleiten noch aus meiner Kindheit, aber wenn man jetzt sich heute hier am Hauptplatz in Fronleiten herumtreibt, dann haucht man schon die französische Küche, die Gerüche, die Kulinarik ein und man fühlt sich eigentlich nicht, als wäre man in der Steiermark. Sie haben es ja schon angesprochen in Ihrer Rede, die Problematik der Gastronomie, der Hotellerie, die momentan sehr, sehr zu kämpfen hat. Was wünscht sich da der Botschafter für diesen Zweig? Na, ich glaube, dass man generell in Zeiten wie diesen ein bisschen einen Gegenpart zu der allgemein sehr negativierten Stimmung setzen muss. Und ich meine, das, was heute hier passiert, spricht unter anderem für sich. Ich glaube, man darf nicht immer nur bedingt durch solche Krisen das Negative sehen. Man muss auch was Positives draus machen. Aber wie bekanntlich das Sprichwort heißt, das Können liegt im Tun. Das Tun haben die Fronleitner auf alle Fälle unter Beweis gestellt. Mit Evelyn Ruschitzka wurde eine Sängerin engagiert, die in famoser Art und Weise die Chansons der legendären Edith Piaf interpretierte und das Publikum restlos begeisterte. Die Domäne Müller hat den Markt mit erlesenen Weinen aus Frankreich beliefert und die Marktlieferanten aus dem Elsass haben typische französische Spezialitäten angeboten und sich auch ein bisschen in Fronleiten verliebt. Ah, da ist es super. Es ist eine sehr schöne kleine Stadt und die Menschen sind wahrlich sehr sympathisch. Voilà. Neben den zahlreichen Schmankerln gab es auch, und das passt ja auch gut zu Frankreich, Amoureuses zu berichten. Monika und Alfred haben sich Anfang August auf dem Eiffelturm in Paris verlobt.
Da mussten wir einfach nachfragen. Französisch ein Déjà-vu. Ihr habt vor 4 Wochen am Eiffelturm euch verlobt. Wie ist denn das runtergelaufen, Alfred? Wie ist denn das zustande gekommen? Du, ich kenne die Monika ja eine geraume Zeit schon. Irgendwann einmal ist der Tag ganz einfach, wo man diese Frage stellen muss. Warum Paris, warum der Eiffelturm? Paris war schon immer eine Traumstadt. Ich habe sie schon öfter besucht. Da kennt man die Locations und man weiß, man kommt gut rüber. Monika, wie sehr hat dich der liebe Alfred überrascht damit? Sehr. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, auf dem Eiffelturm gefragt zu werden. Er hat sich da niedergekniet vor mir. Ich habe überhaupt keine Luft gekriegt. Wahrscheinlich der erste Österreicher, der am Eiffelturm gekniet ist. Ja, auf jeden Fall bei mir, ja. Was ist das jetzt da für euch für ein Gefühl, wissend, ihr wart in Frankreich, habt euch dort verlobt und jetzt findet da dieses französische Fest in Fronleiten am Hauptplatz statt? Das ist auf jeden Fall ein Muss. Stimmt, das, passt uns genau, das kann man nicht auslassen. Mag jetzt da verfänglich sein, die Frage, wann wird geheiratet? Nächstes Jahr im Mai. Wo? In Vogelsberg. Es tut mir leid, die Monika ist für Fronleiten nicht mehr verfügbar. Jetzt wirst du uns aber schön unsympathisch, aber ich hoffe, ich werde es auch von Leuten hin und wieder besuchen kommen. Natürlich. Die Monika hat noch alte Seilschaften hier, die wir auf gar keinen Fall aufgeben werden. Nicht aufgegeben haben die Gäste an diesem Abend das Genießen des Flairs und der herrlichen Musik samt allen Begleiterscheinungen. Au revoir und hoffentlich bis zum nächsten Mal in Fronleiten. Hey.